Herr Dingsweber, Ihr Name noch gleich? Ach, Mensch, Hanfstengel. Rudi Hanfstengel. Ist aber auch wieder ein Verkehr heute, meine Güte. Wir wollen doch in den Bürgerpark, nicht wahr? Das kenne ich überhaupt gar nicht hier. Ja, Mensch, es ist Verkehr heutzutage. Ich muss mich hier konzentrieren. Nur reden Sie nicht so viel. Töten mir den letzten Nerv. Was denn jetzt schon wieder? War das da drüben ein Radfahrer? Ja, hier sind überall Radfahrer. Wir müssen jetzt mal abbiegen. Nun gucken Sie mal eben, kommt da was? Gucken Sie mal raus. Wo soll ich denn hingucken? Na Mensch, ob von hinten was kommt. Ja, aber ich habe doch keine Augen nach hinten. Da müssen Sie ein bisschen drehen. Ja, aber ich bin doch Gärtner und ich drehe. So, kommt was? Kommt nichts. Sagen Sie mal, das ist aber für mich alles sehr unbequem hier in Ihren Autos. Ach, das ist doch super. Ach, das ist doch alles sehr unbequem. Ruckeln Sie nicht so rum, so jetzt aber. So. Ach, schon wieder rot. Was ist denn das? Das muss eine Ampel sein. Bremen ist doch schon so fortschrittlich. Herr Hanfstengel, müssen wir denn auch noch unbedingt dieses Interview, müssen wir denn dafür noch ins Grüne? Wir haben doch bereits schon alles erörtern können. Ja, aber wir müssen doch an den Ort gehen, da, wo Sie gewirkt haben. Ich möchte schließlich auch noch ein paar Fotos machen. Fotos? Ja. Ja, dann können Sie doch die Bäume auch ohne mich fotografieren. Da brauchen Sie mich doch gar nicht für. Nein! Es ist doch ein Porträt über Sie. Da müssen Sie mit den Bäumen und mit dem Grün. Sonst geht das gar nicht. Was haben Sie denn schon für Ahnung von Pressearbeit, hä? So, naja, ich bin ja Gärtner. Sehen Sie. Gut. So, Ruhe jetzt. Ich sag nichts mehr. So, und gucken, wir müssen abbiegen. Kommt was? Ja, dann fahren Sie doch. Ja, Sie sollen doch gucken, ob ein Radfahrer kommt. Nee, Radfahrer ist keiner. Der Fußgänger winkt, der wollte wohl rüber. Ach, bitte. Ich wink zurück. Huhu. Ja, der beeilt sich wie ein bisschen so rum um die Ecke. So, wann sind wir denn nun mal bald da? Jetzt noch eben links und dann. Links? Das ist ja darüber. Ja, ist ja meine Seite hier. Also, so, haben Sie, müssen Parkallee wir jetzt eben runter? Parkallee runter. Sie wollen doch wohl nicht beim Parkhaus vorfahren. Das ist ja gar nicht ausgeschildert. Das steht ja überall Parkhotel. Warum steht denn da nicht mehr Parkhaus? Weil das heutzutage Parkhotel heißt. Da kriegt man immer einen Parkplatz. Ach, deswegen heißt das Park? Nein. Der Schütte wollte ja nie die Autos im Bürgerpark. Ja, die dürfen ja auch nicht. Außer da hinten zum Kaffeehaus am Immersee. Ja, das meine ich doch. Ach, Sie machen mich ganz vogelig. Und sonst dürfen da vogelig, keine Autos kommen Sie fahren. Mir jetzt nicht mit vogelig. Der olle Schütte wollte auch eine Voliere. Das fand jetzt ich überhaupt Ruhe, nicht. Ruhe, jetzt kommt die Kreiselsituation. Das ist immer ein bisschen schwer, doch. Dann kommt da ein Radfahrer. Was sieht man mit den Radfahrern? Ja, man muss ja so. Ich bin ja völlig überfordert jetzt hier. Winkel und so, das ist ja auch. Jetzt kommen Sie mal noch mit dem toten Winkel, das kenne ich ja überhaupt nicht. Ach, gucken Sie und ja, es ist nichts. Gut. So, gleich. Ja, weiter. Holler Allee, Gott sei Dank. Holler Allee, da habe ich neulich gehört. Holler Allee, Deutsche Rentenversicherung. Konnte ich auch gar nichts mit anfangen. Ach, der Hermann Holler würde seine Bäume hier aber gar nicht wieder erkennen. Wo fahren Sie denn jetzt? Also fahren Sie jetzt zu dem Parkhaus da, zu dem Parkhof? Ja, wir biegen jetzt hier ab und dann geht das da geradeaus zum Parkhotel und da irgendwo parken wir jetzt. Was ist nicht in den Sichtbereich des Fahrers. Das ist, der Verkehr es kommt ist heute keiner. Mordsgefährlich. Es kommt keiner. Wenn Sie jetzt abbiegen wollen, gleich da vorne, es kommt keiner. Mann, der ist mir warm. Also das Fragen und Fahren und Verkehr ist entsetzlich. Sie haben aber auch ein kleines Automobil. Wollen Sie vielleicht wollen wir da vorne halten? Ja. Gut. So. Ach, geschafft. Das heißt, wir steigen jetzt aus. Bitte, können wir jetzt mal an die Luft? Oh, mein Name ist Lupa, Hein Lupa, Gästeführer in Bremen. Und wir haben uns heute zu einer ganz besonderen Promenade durch den Bürgerpark getroffen. Oh, Mensch, hinlegen! Das war knapp. Hätten wir uns noch vor Hunderten von Jahren, Hunderten kann man nicht sagen, aber hätten wir uns hier noch vor der Zeit von Herrn Benkel auch getroffen, dann wäre hier die Festwiese gewesen für das Deutsche Bundesschießen, ein Sportwettbewerb. Und, Mensch, aufpassen, hinlegen! Da wäre es ganz schön knapp geworden für eine nette, angenehme Promenade hier. Wir würden dann noch ein bisschen mehr ins Detail gehen, weil dies hier ist unser Open-Air-Theaterstück, was wir Ihnen auch gerne in normaler Kulisse, natürlicher Kulisse spielen. Und
Ich sehe da hinten schon den Rudi Hamstengel und der andere knorrige Knipser, das wird wohl der Bänke sein. Hm? Wollen wir reinhören? Ach, das sind übrigens nicht die einzigen, die sich hier erleben können. Bei unserem Theaterstück, das gibt auch noch mehr, aber Herrn Hamstengel und Bänke, den erleben Sie jetzt. Diese Stille, kläffende Hunde. Der Herr Hamstengel wird diese Fragen immer, die Journalisten, die fragen immer, warum ist das alles so grün hier? Aber ach, da sind Sie ja, Herr Bänke. Hier. Ich habe Sie überall gesucht. Ah ja, und gefunden, wie mir ja, scheint. Ja, ich wollte nur sagen, herein, nun wackelt Sie wir nicht so. Sind noch nicht fertig. Das ist schön, dann kommen Sie herum. Ja, wohin? Hier, auf die andere Seite, bitte. Hier. Hier ja. Bin ich. Was wollen Sie denn noch wissen? Also ich habe mir da noch Notizen gemacht. Ja. Können Sie mir noch mal sagen, warum gab es denn nun die Schwierigkeiten mit dem Schütte? Der hatte einen Vogel. Moment, ich will mal eben das Vogel notieren. Was? Wie schreiben Sie einen Vogel? Mit F? Mit V? Da quälen Sie mal nicht der Zeit schickt was man meinen das Sie denn da mit, der hat einen Vogel? Ich habe schon zu viel gesagt. Ach, du reden Sie doch nicht so ein Rätsel. Schnick, schnack, nun machen Sie schon. Was wollen Sie noch wissen? Mensch. Gut, dann eben ein anderes Thema. Ja, bitte. Die große Sichtachse. Ja, da ist, die ist ja nun da. Es stimmt wirklich, was man über sie sagt. Ja, und was wäre das? Na, nichts. Ich halte lieber den Mund. Also machen wir einfach weiter. Wenn ich da noch mal auf die große Sichtachse. Passen Sie auf. Nun schreiben Sie auf. Ja, Moment. Stift, ja, bin bereit. Aus den eigenartigen Anforderungen konnte nichts anderes als ein Originalwerk entspringen. Moment, Moment. Ja, komm mal. Wofür springen ohne SCH? Da, also nur mit C, also ja, ohne ja, CH. Ja, nur weiter. Welches irgendwo nicht vorhanden sein kann, muss ich heute um Entschuldigung bitten, dass ich nicht borgte, nicht betteln ging, von einem Park zum anderen. Hier einen Flicken, dort eine Gruppe kopierend, um sie dem Bürgerpark einzuverleiben und so ein Saft und kraftloses Machtwerk zusammenzustoppeln. Ich muss Moment, es noch einmal nicht stark so schnell betonen. Der geht sich richtig in Rage. Also. Der Bürgerpark ist eben ein Original. Und deshalb ist es keineswegs leicht, sich in diesem Ideenkreise, der ihm zugrunde liegt, zurechtzufinden. Eins muss ich Ihnen mal sagen. Was denn? Sie sind wirklich unendlich anstrengend? Genau, anstrengend, ja. Aber nun können wir noch mal über was ganz anderes sprechen. Wenn Sie sich kurz fassen, gerne. Ja, Sie haben das doch hier alles gemacht, ne? Ja. Oh, die Sonne blendet ein bisschen. Ist eigentlich ganz schön. Frühlingsanfang. Kurz fassen. Ach so, ja. Alles aber, was an Sie hier erinnert, das ist ja der Bänkelstein. Ja, und die Straße. Ja, ja, aber nein, das kann man ja nur indirekt so sagen, weil die ist ja außerhalb des Bürgerparks. Was aber vielleicht auch gar nicht so wichtig ist. Hören Sie, ich wollte schon zu Lebzeiten keine Ehrung bekommen. Wäre ich bloß in New York geblieben und hätte ich beim Central Park noch mehr gemacht und hätte Karl aus dem Weg gehen sollen. Ja, was? Karl? Karl? Wen Karl? Meinen Sie Karl Schütte, nicht Schütte, Karl Gildemeister? Na bravo, Sie scheinen sich ja wenigstens doch da in der Hinsicht vorbereitet zu haben. Ja, aber was erlauben Sie sich denn? Natürlich habe ich mich auf dieses Treffen vorbereitet. Wo denken Sie hin? Ich denke dahin. Wie? Wohin? Was? Ja, ich muss jetzt dahin und Sie gehen besser dahin.